Mathis, Glückwunsch zum Sieg erstmal. Wir haben die Highlander Lüdenscheid geschlagen. 10-7. Dramatisches Spiel. Dein Statement? Es zahlt sich einfach aus, dass wir wirklich mit drei Reihen durchspielen können. Wir haben gesehen, dass bis zum zweiten Drittel war es wirklich eng, stand 5-5. Und die Highlander waren platt, sind wieder warme Temperaturen hier und da zahlt sich einfach aus, wir können mit drei Reihen durchspielen und haben am Ende dann auch noch die Kraft, wieder auf 10 Tore hochzukommen und von daher optimal. Ja, man kann der Mannschaft nur einen Glückwunsch aussprechen und ein großes Lob geben. Jetzt der 8. Sieg in den letzten 9 Spielen. Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept, warum es gerade echt so super läuft für uns? Die Chemie in der Mannschaft ist einfach gut. Also selbst wenn man eine Reihe vielleicht einen schlechten Tag hat, haben wir halt immer noch zwei Reihen, die wirklich powern können. Und ich denke mal, das macht uns im Moment einfach sehr stark. Und so müssen wir die Saison weiterarbeiten. So Jungs, erneuter Sieg für uns. In den letzten 9 Spielen 8-mal gewonnen. Tabellenführung heute ausgebaut. Iserlohn hat verloren. Tobi, ein super Lauf einfach in dem Team. Dein Statement? Ja, was dieses Jahr bei uns so abläuft, ist natürlich super. Jedes Spiel sind alle mit an Bord. Und ja, von den Ergebnissen her, die anderen, denke ich mal, die wissen auch, dass wir relativ stark sind dieses Jahr. Wir haben die Favoriten teilweise schon geschlagen dieses Jahr. Köln haben ein knappes Spiel geliefert. Und jetzt gegen Lüdenscheid waren natürlich wichtige 3 Punkte für uns. Dass Iserlohn verliert, für uns natürlich umso besser. Christian, du bist jetzt erst zum Team gestoßen in den letzten Wochen. Du hattest noch eine kleine Verletzung an der Hand. Jetzt hast du dann erstmal ein Spiel am Wochenende gemacht. Wie fühlt sich das an? Also ist auf jeden Fall ein super Gefühl. Direkt mal 2 Siege hintereinander eingefahren. Das Team kenne ich ja schon länger. Deswegen, die haben mich super gut aufgenommen. Ist quasi wie so eine alte Ehe. Und ja klar, 2 Siege im Wochenende. Perfektes Wochenende. Aber mit alten Ehen kenne ich mich doch besser aus. Ja, Thomas, ich glaube, das soll man jetzt hier bei dem Interview nicht weiter vergessen. Tobi, heute wieder 2 Tore. Im Moment läuft das auch bei dir ganz gut. Ne? Einen kleinen Durchhänger zwischendurch gehabt, aber jetzt gestern 2-mal getroffen, heute 2-mal. Läuft. Ja, also jetzt so die letzten Spiele waren natürlich schön, dass ich von der Arbeit auch her viel mitnehmen konnte. Doppelwochenende Augsburg-Attingen, jetzt das Doppelwochenende, davor das Wochenende. Ja, im Moment, für mich war halt wichtig, dass wir jetzt viel Spiele machen. Ein Team zieht einen super mit. Jeder haut sich für jeden rein und so wird man natürlich von der Mannschaft getragen. Das ist relativ einfach bei uns im Moment.